Leute, und Merry Christmas! Heute ist einfach der 24. Dezember. Ich bin nicht in der Mood, aber egal, wir machen jetzt das Beste draus. Wir haben jetzt schon 10 vor 2. Wundert euch nicht, falls ich ein bisschen rot im Gesicht bin. Ich habe gerade ein paar Pickel ausgedrückt, war vielleicht eine nicht so schlaue Idee, aber ich habe die gesehen und ich war so. Heute ist einfach Weihnachten, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich mache mir jetzt erstmal Augenpads unter die Augen. Ich wollte mich heute eigentlich schminken, ich wollte heute eigentlich auch die Verlosung posten. Aber irgendwie, ich glaube, heute ist so ein Tag, wir sollten den alle mit unserer Familie verbringen oder mit unseren Liebsten. Und ich versuche selbst nicht so viel am Handy zu sein und ich werde heute auch nicht viel posten und werde den Tag genießen, auch wenn wir nichts Bestimmtes vorhaben bis abends. Aber trotzdem will ich viel mit meiner Familie sein. Meine Mama hat mich auch gerade gerufen und wir mit mir Stollen essen. Und deswegen dachte ich mir, ich stresse mich einfach nicht und mache einfach langsam. Ich weiß noch nicht, ob ich mich schminke. Ich wollte eigentlich ein bisschen geschminkt sein für heute Abend, weil ich sehe schon sehr aus. Aber jetzt gibt es erstmal eine Runde Under Eye Pads. Ich habe die früher immer andersrum drauf gemacht. Aber irgendwie sehe ich immer bei anderen, dass sie die so rum machen. Und deswegen mache ich jetzt auch so rum drauf. Und dann gehen wir oben Stollen essen. Ich kann es irgendwie gar nicht glauben. Ich werde auf jeden Fall morgen die Verlosung auf Instagram posten. Also wenn ihr das Video seht, ist das Giveaway gerade aktiv auf Instagram. Ich glaube, ich werde es eine Woche machen. Ich werde die auch ein bisschen was Specialigeres verlosen. Ich kann es ja jetzt schon sagen, weil das Video kommt ja nach der Verlosung online. Also ich werde euch ja diese zwei Boxen verlosen und für den ersten Platz wird es Tickets geben, und zwar fürs Phantasialand. Ich werde 4 Tickets bestellen, also 1 für mich und 3 weitere für 3 Mädels, die das gewinnen, und dann machen wir so einen kleinen Girls Trip ins Phantasialand. Ich habe da schon mal in meiner Story drüber gesprochen. Und richtig viele waren so excited und haben gesagt, oh mein Gott, lass mal alle zusammen ins Phantasialand. Ich war so, ey, das ist eigentlich voll die nice Idee. Und deswegen werde ich das mal machen. Also falls ihr Bock auf so einen Trip habt, schaut auf Instagram vorbei. Ich bin sehr gespannt, ob ihr euch darüber freuen werdet, weil das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ich hoffe aber. Wie gesagt, Selina war heute hier. Ich habe auch schon hier ein Geschenk von ihren Geschenken. Die hat mir ein paar Sachen mitgebracht. Und wir haben Geschenke ausgetauscht, haben kurz gechillt. Ist doch richtig cool. Ich habe mich mega gefreut. Und ich werde euch jetzt mal das einblenden, wie es bei Selina kam und wie wir die Geschenke live ausgepackt haben, unsere Live-Reaction. Und ja, ich gehe jetzt erstmal hoch und wir essen zusammen Stollen. Und dann werde ich, ich weiß gar nicht, was ich da mache. Ich glaube, ich werde mich heute ein bisschen ready machen. Ich habe auch einfach nur so einen cozy Pulli an. Ich wollte eigentlich so ein bisschen schicker mich anziehen. Aber ich dachte mir ganz ehrlich, irgendwie bin ich in der Mood, ein bisschen entspannter zu sein. Es kommt fast niemand. Ich bin nur mit meinen Eltern. Also es kommt niemand, literally niemand. Aber so, ich bin mit niemandem. Ihr seht mich hier zwar, aber so feiern wir Weihnachten. Meine Mama ist immer die, die noch am schicksten aussieht. Aber ich bin so, für wen soll ich mich so anziehen? Meine Eltern sehen mich sowieso so und die legen da nicht so einen Wert drauf, ob ich jetzt vor denen im Kleid rumtanze oder nicht. Deswegen bleibe ich so. Und das wird wahrscheinlich der Look sein. Ich hatte heute Morgen was anderes an, aber mein Bauch ist so aufgebläht und ich habe mich so unwohl gefühlt, weil es so ein bisschen cropped war. Deswegen bin ich im Cozy, in der Cozy-Mood. Also, wir machen jetzt hier die Bescherung. Das ist meins im Gegensatz. Ja, und? Nee, da siehst du jetzt aber schon, wenn du darfst eigentlich noch nicht reinkommen, ich muss ein bisschen zumachen. So, warum stellen wir das denn jetzt hin? Geil. Schütte, schütte. Ja, ich glaube, jetzt ist es zu nah, oder? Ja, das ist. Okay, gut. Ey, das ist ja richtig scheiße jetzt. Nein, jetzt chill mal. Das ist ja, machen wir das jetzt gleichzeitig? Nee. Wir müssen erstmal jetzt anfangen. Ja, okay, ich will. Oh nee, Leute. Einfach Live-Blamage. Nein, du musst. Was ist denn das? Nein, jetzt beruhig dich mal. Das ist nicht mit den Arm sein. Ich find's so unangenehm, wenn man die Karten liest und man dann denkt. Hey, die Leute, die die Karten laut vorlesen, ich hab mir so. Hey, das ist voll die schöne Schrift. Gar nicht, dass du schreibst irgendwie Hässchen. Dankeschön. Das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe so eine gesehen mit so einem Dackel und ich wollte die holen. Oh, habe ich die geholt? Ich weiß es gar nicht. Also ich sage ehrlich, weiß ich nicht. Du bist so süß. Ey, ich habe wirklich noch nie so ein schlechtes Gewissen gehabt. Nein, jetzt schöner, wirklich. Du denkst, es sieht hier viel aus, aber da ist nichts drin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, geil, Alter. Ja, damit kriegst du welche Trüffelchips, damit kriegt man welche. Geile Sache. Ey, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe es bestellt, das kann nur bestellen. Alter Leute, das ist Pesto mit Trüffel, also es ist Pesto-Trüffel, Trüffel-Pesto. Mit Champignons. Pesto mit Champignons, Tomaten und Trüffel, oh mein Gott. Die Tüte muss ich natürlich auch behalten. Ja. Okay, jetzt kann man das gewählt sein. Kannst du auch, was da drin ist? Du kannst gar nicht sagen, ne?
Hä? Ist das was für die Wohnung? Nee, das da. Das ist so ein bisschen auch Spaß. Wir hatten schon mal darüber geredet, glaube ich. Hatten wir schon mal darüber geredet? Ja. So Joke-mäßig? Ja, mäßig. Aber man kann es auch auf jeden Fall benutzen. Also ist jetzt nicht so Schrott. Ey, ich schwöre, ich habe gar keine Ahnung. Falls ich noch nach Ei aus dem Mund stehe, ist das. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich schwöre, ich wollte mir das bestellen. Oh mein Gott, aber da haben wir ja wirklich lange, das ist ja schon lange her. Ja, aber wir haben darüber geredet. Da waren wir bei Robin, gell? Ja. Leute, so geil. Ey, wie geil ist denn das? Ich habe ihn noch gefragt, gestern trinken wollte Wein. Ey, das ist ja so nice. Oh Gott, Phil, das hast du nicht. Ah, was ist das? Hast du denn geschaut? Oh mein Gott. Und ihr denkt so, lol. Hä, hey, warum? Keine Ahnung. So schwer, das wiegt safe über ein Kilo. Echt? Ja, die Casey wiegt 3 oder 4 und die Casey ist ungefähr so schwer. Ja, ja, okay, ein bisschen schwerer ist sie schon, aber schon schwer. Ey, ich trau mich nicht. Ich hab Angst. Denkst du, es gefällt mir nicht? Doch, aber ich weiß es nicht. Doch. Es wird, wird mir trotzdem, ey. Es wird dir, ich weiß nicht. Ist es so ein Hauptding für die Wohnung, nicht? Hauptding jetzt nicht. Also was man da sieht? Nein. Okay. Sieht man nicht. Ich kauf dir keine Deko, weil bei dir weißt du. Deko nicht? Ja, was ist das? Nein. Kaffeemaschine. Ja, bitte. Safe Gläser. Safe Gläser. Ich hab's noch nicht gesehen, aber es sind Safe Gläser. Ja, dann gefällt's mir. Wir haben da den gleichen Geschmack. Ich hab's doch. Achso, du hast es nochmal extra zu arbeiten. Ich glaube, mein Geschenk liegt schon seit 3 Monaten bei mir zu Hause. Ich hab mit deiner Karte tatsächlich angefangen. Die hatte ich zuerst. Ja. Ich dachte schon, entweder sind es diese, aber das sind ja jetzt diese Blindgläser von. Oh mein Gott, die sind so schön. Cheers. Das, ja. Ich habe nämlich meine Mutter gefragt, soll ich Gold in die Wohnung mit reinbringen? Und du hast ja auch, aber ich glaube, sowas ist ja scheißegal, ob ich da ja, das ist hier der Ehrenegel. Das ist ja so geil. Danke schön. Was sagst du denn, was ich dir schenke? Jetzt will ich mal gerne. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Ich dachte, also mit der Karte habe ich gerechnet, sogar mit so einer habe ich gerechnet, aber das ist ja jetzt nicht das Geschenk an sich, sondern was habe ich. Ich dachte vielleicht. Ich dachte Deko vielleicht, also wirklich sowas, zum Beispiel diese Kerzen, aber das hast du mir ja schon gesagt. Ja. Diese Frauen, ja, so wie heißt das? Die Samen. Ja, genau, dieses Wort. Sowas dachte ich, entweder so oder vielleicht, also irgendwas für die Wohnung. Aber eigentlich hätte ich auf Gläser kommen können, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen, weil wir darüber auch so oft geredet haben, auch mit diesen anderen Gläsern. Diese Muster, ja. Nee, ich habe mich sehr gefreut. Es fühlt sich so unreal an. Ich fühle mich eher, als hätte ich Geburtstag anstatt das Weihnachten. Weißt du das mal? Echt? So, ja, also hier steht zwar der Weihnachtsbaum. Aber irgendwie, das ist so. Okay. Dann ist das so Lina Dran. Ey, okay, willst du erstmal raten? Du fängst an. Erst raten. Oh nee, ey. Jetzt chill mal. Okay, ich gebe dir einen. Ich wusste, dass ich jetzt hier 1 Million Euro gekostet habe und das war. Nee, aber ich weiß nicht, ob es dir. Es kann ja auch sein. Weißt du, mir gefällt alles. Eigentlich, mir gefällt alles. Ja, aber ich weiß nicht, ob du dir so denkst, ja, brauche ich eher nicht. Doch, ich glaube schon. Ich bin eh ein Pessimist, also von daher. Aber ja, so, denk immer so negativ. Aber was denkst du, also ich sag dir ganz echt, über eine Sache haben wir schon mal, also wir haben nicht drüber geredet, aber du hast mir dazu was erzählt. Nee, sonst verrate ich es. Warte, nein, also ich glaube, da ist irgendwas drin. Ich weiß es nicht. Pack einfach auf. Nein! Was? Also ich, ich denke, das ist scheiße, aber ja, ich auch so Geschenke aufpacken. Aber ich lese erstmal die Karte. Mhm. Oh, zeig! Ah, ich hab gut. Wir haben fast dasselbe, die Karte. Oh, wie süß. Ich finde Karten so cute. Ja. Der Moment der Wahrheit. Oh mein Gott. Ey, ich schwöre, ich hab's meiner Tante geschrieben. Ja, genau. Bestellen. Ja, weil du hast im Podcast darüber geredet und du so mein Papa. Darf ich sagen, der ist danach. Mein Papa hat zwei Tante bestellt und dann hast du so geguckt und ich dachte, weil dann wollte ich das Thema ablenken, weil wenn du mir dann gesagt hättest, ist, ja, ich finde Urlaub jetzt voll unnötig. Was hätte ich denn gemacht? Nein! So, ja, weiter geht's. Ich wollte mir das bestellen, bei Flaconi, das war sogar im Angebot. Ich war so, soll ich mir kaufen? Ey, ich liebe das wirklich. Und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Das ist so geil. Ich höre dich so geil. Das passt auch cool dazu. Alter, wie geil. Meine Mutter liebt die. Ich finde, ich feiere das. Also das ist das, warte, okay. Ey, ich wusste, dass das irgendwas mit uns zu tun hat. Das ist doch bestimmt. Oh, das fand ich so geil. Ich habe wirklich direkt an dich. Ich habe mir die auch. Ja. Und dann weißt du, scheiße, wenn du die bei mir siehst.
finde ich richtig schön. Weil du wolltest eigentlich diesen Becher haben, aber ich habe gefragt, mit diesen, den du mir auf WhatsApp geschickt hast, war der nicht nur so Gold und so? Ja, aber ich glaube, der war so self-made irgendwie in so einer Firma. Ja, ich habe mal gefragt, was du für Becher hast. Aber ich habe richtig schön. Aber die Tasse fand ich so geil. Vor allem, ich mag nicht, wenn die da so Farben sind und so, die ist so simpel und ich finde die richtig. Und voll groß, ich mag halt große Tassen. So, das sind so iPads. Sehr geil. Was? Oh nein, das ist von 999, das ist Schokolade. Nee, das ist nicht von 999, die ist von. Was? Von Depot. Echt? Ja, ich glaube schon. Oh, ja, Thalia. Nee, das ist so süß. Ich weiß, hast du die davor schon mal mir gesehen? Ich wollte die eigentlich von dir verstecken. Habe ich die bei dir? Ich glaube schon. Ich habe die schon mal bei dir gesehen. Ja, ich aber ich finde die richtig schön. Dankeschön. Junge, die hat sich einfach so angemacht. Ich feiere das richtig. Ich wollte schon immer ausprobieren. Ich finde, sieht auch so schön aus. Die feiere ich. Der Preis steht da noch auf. Oh, Scheiße. Nein! Du bist auch noch so. So sieht das Ganze jetzt hier aus, Leute. Da habt ihr es nochmal vom Namen. Ich weiß gar nicht, ob man alles gesehen hat. Also Selinas Tasse. Ich finde die so schön. Die also da muss ich mich selbst loben. Ich finde die auch beziehungsweise schön. Starbucks loben. Ich finde die so geil. Ich nehme die mit nach Düsseldorf und dann können wir dafür so Spilling den Scheiße Fotos machen. Oh mein Gott, auch. Ich habe ja auch eine daneben gerade mit. Stimmt, dann können wir, ja. Oh mein Gott. Wir können, ja genau, perfekt. Thank you very much. Ach, das ist alles so toll. So popelig. Ich will jetzt die Toffelchips probieren. Taste Test. Ich sehe wieder aus wie ein Vogel. Ich hätte gar nicht so eine Toffel. Hä? Was ist denn das? Was ist das denn? Mhm. Ja. Das ist für Arthur. Achso, ich nehme für zwei kleine Teller, oder? Riecht es? Oh. Zeig mal. Oh ja, das riecht schon sehr gut. Es ist Zeit. Ein paar Spiele. Wir spielen heute Siedler von Katan und mein Papa und ich haben letztens entdeckt, dass wir noch diese Erweiterung haben und es macht richtig Spaß mit diesen Schiffen. Deswegen werde ich das jetzt mal aufbauen und dann spielen wir das und nachher gibt es Essen. Wir haben jetzt halb vier gleich und es läuft auch schon die ganze Zeit Weihnachtsmusik und ja, wir sind auf jeden Fall jetzt schon wieder ein bisschen mehr in der Mood. Ich mache noch gleich die Kerzen an. That's the plan for. Warte mal, was es ist. Ich will einmal wissen, ob du irgendeine Idee hast, weil es ist wahrscheinlich nicht so oft. Okay. Warte. Rat mal, bevor das. Ja, genau. Nein, nicht so, Mann. Rate. Der wird safe nie drauf kommen. Mach auf, reiß mal. Hast du das verpackt? Ja, hab man, ich. Ja, man sieht's auch. Schatz, zwei Dinge. Nur weil deine Mutter meine Geschenke hat. Nein, guck, erst mach das hier auch auf.
Umdrehen. Schnell umdrehen. Traumauto fahren. Hä, als ob. Hä? Im Ernst jetzt? So ein Tag lang dein Auto. Von denen, die hinten draufstehen, ich hoffe, davon gefällt dir ein Auto. Ja. Alle. Ja, das sind alle. Alle sind geil. Nee, Lamborghini das, oder. Das ist echtes Auto. Ja, du fährst dann mit dem Lamborghini oder mit dann noch einem Typen. Ja. Ja, echt jetzt? Ja! Nein, echt! Der fährt mit einem Lamborghini. Ja, und mit einem. Das sind halt bei jedem Auto ein verschiedener Standort. Also wahrscheinlich was nicht so weit weg ist wie Hamburg oder so. Dankeschön. Welches Auto gefällt dir denn gut? Alle. Also Arthur freut sich über das Geschenk. Es ist gelungen, hey, Leute. Krass. Hat so fleißig geblättert, was man so fahren kann. Ja, 58. Hi Leute, ich sehe aus wie ein Spast. Heute ist der 25. Dezember und ich habe noch Toffifee zwischen den Zähnen. Ich bin nämlich gerade ein bisschen dabei zu naschen. Also ich weiß gar nicht, was ich gestern als letztes gefilmt habe. Ich glaube, dass ich Arthur sein Geschenk gegeben habe. Irgendwie war gestern, also es waren so tolle Weihnachten und ich habe das gar nicht kommen sehen, weil einfach ich habe irgendwie so gar keine Christmas-Mood gehabt bis gestern und dann kam ja Selina zu mir und irgendwie bin ich dann voll in Stimmung gekommen. Ich habe mich zwar weder schick angezogen, noch irgendwelche Special Preparations vorbereitet und habe einfach gechillt und genauso auch meine Eltern und wir haben es einfach ganz gelassen, sind wir es angegangen. Meine Mama hat das leckere Essen gekocht und dann gab es die Bescherung und es war einfach so ein schöner Abend. Es war einfach so ein schöner Abend und ich finde es richtig cool, dass ich doch noch in Weihnachtsstimmung gekommen bin und eben hat es auch geschneit. To be honest, wir sind keine Familie, die noch am 26. und 27. und 25. heute ist erst der 25. extrem feiert, weil wir halt auch keine Familie haben. Es klingt trauriger, als es ist. Ich denke mal, für viele ist es traurig, wenn man keine große Familie hat oder wenn man gar keine Familie hat. Und es gibt genug Leute, die gerade eine nicht so schöne Zeit durchmachen. Und ich wünsche euch nur das Beste auf der ganzen Welt. Und ich hoffe, ihr steht diese Zeit gerade gut durch, weil nicht für jeden ist Weihnachten rosig. Und manche feiern es gar nicht, also falls ihr Weihnachten gar nicht feiert. Danach sind wir noch zu Arthurs Mama und da waren auch ein paar seiner Geschwister. Arthur hat sehr viele Geschwister. Und dann haben wir da den Abend so ausklingen. Das war richtig, es war einfach so schön. Ich habe es so genossen, ich hoffe ihr auch. Und es muss nicht immer sein, dass man schick aussieht. Man muss sich nicht irgendwas an Weihnachten verbieten. Ich habe so viel gegessen, wie ich wollte. Wir haben Stollen gegessen, Plätzchen gegessen, Vanilleköpfe sind so lecker. Ich habe mir 4 Klöße reingehauen, Rotkohl. Ich bin halt nicht so der Fleischfan, deswegen habe ich nicht viel von der Gans oder Ente gegessen. Ente, glaube ich. Aber es war einfach so ein schöner Abend und es war einfach voll emotional. Auch. Also ich habe es richtig enjoyed. Heute ist wie gesagt der 25. Gerade mein Christmas Giveaway auf Instagram gepostet. Falls ihr noch teilnehmen wollt, könnt ihr das gerne tun. Dieses Giveaway ist eine Woche lang open und dann werde ich Gewinne auslosen. Ich habe ja ein bisschen was Specialigeres als ersten Gewinn oder halt als dritten Preis verlost. Und zwar ein Trip mit mir ins Phantasialand zu viert. Also 3 weitere, also 3 könnt ihr gewinnen. Und ich komme natürlich mit. Ich weiß, es ist was eben nichts Materielles ist in dem Sinne. Ich verschenke sozusagen die Eintrittskarten. Ich habe jetzt auch nicht die Reisen übernommen, weil es halt trotzdem sehr viel Geld ist. Und deswegen hoffe ich, dass halt trotzdem Leute sich drüber freuen. Und ich weiß auch, viele fahren keine Achterbahn. Viele mögen solche Freizeitparks überhaupt nicht und das ist gar kein Problem. Aber ich glaube, ich werde auch bei der Auslosung von dem Preis so ein bisschen drauf gucken, wer mir vielleicht öfter geschrieben hat, mit wem ich ein bisschen connecte. Keine komplett Fremden, dessen Namen ich noch nie gesehen habe in meinen DMs. Nicht, weil die mich neu entdeckt haben, weil dafür kann niemand was. Ich freue mich über jeden, der neu dazu kommt und es macht mich super happy. Aber einfach, damit ich auch Leuten was zurückgeben kann, die vielleicht schon wirklich sehr, sehr lange dabei sind und mich täglich supporten. Es gibt genauso Leute, die sind lange dabei und ich bekomme nicht viele DMs von denen oder die liken gar nicht mehr meine Bilder. Was gar nicht schlimm ist, es soll nicht so blöd klingen gerade. Aber damit halt die Leute belohnt werden, die es machen. Wisst ihr, wie ich meine? Das klingt immer ein bisschen fies, aber ich würde es am liebsten jedem schenken. Jeder, der mir nur folgt oder mir jemals einen Daumen nach oben gegeben hat oder ein Bild geliked hat. Also versteht mich nicht falsch. Wir haben jetzt 4:15. Ich werde gleich zu Arthur fahren und wir werden da nochmal mit seiner Fam essen. Es gibt lecker Essen. Morgen kommt Arthur nochmal hierher und meine Eltern laden ihn ein. Weil wir haben gestern separat gefeiert und waren dann abends zusammen. Wir haben bis 3 Uhr SWAT geguckt. Ich habe heute Morgen wirklich, wir haben bis 11 Uhr geschlafen und ich hätte jetzt noch schlafen können. Wir haben jetzt 4:15 und ich würde jetzt eigentlich noch schlafen.
kaufen. Aber das geht natürlich nicht. Aber es war so geil. Ich liebe SWAT. Leute, bitte schaut SWAT. Ich sag's immer wieder. Ich poste es immer wieder. SWAT ist eine sehr geile Serie. Morgen kommt Arthur nochmal. Heute Abend kommt Arthur wieder mit zu mir. Und dann machen wir einen Spielabend mit meinen Eltern bzw. mit meinem Papa. Meine Mama weiß ich nicht, ob die mitspielen will, weil wir spielen so ein Spiel, was sie, glaube ich, nicht mag. Das heißt Risiko. Kennt ihr das? Das ist so, da besiedelt man Länder und muss gegeneinander kämpfen und so. Das ist der Plan für jetzt. Ich werde jetzt das Giveaway, ich habe das eben abgefilmt, noch sortieren und dann mal verschließen und dann ready machen, damit es geschippt werden kann. Und morgen wollte ich mich eigentlich mit Sinja treffen und ein bisschen Friends Time, Girls Time verbringen. Aber sie weiß noch nicht, ob sie kann. Ansonsten werde ich morgen den Vlog schneiden, damit der morgen auch online kommt. By the way, wurde ich seit gestern in meinen DMs gefragt, ob ich ein What I Got For Christmas Video drehen kann. Und ich weiß gar nicht, letztes Jahr habe ich, glaube ich, im letzten Vlogmas-Vlog euch meine Geschenke einfach mitgezeigt am nächsten Tag. Ich habe mir auch letztes Jahr nicht so viel gewünscht, weil ich einfach keine Inspo hatte. Dieses Jahr sah es ein bisschen anders aus. Ich hatte wirklich Wünsche und ich wurde wirklich gespoilt. Also ich habe auch einfach gestern geweint. Also falls ihr sowas sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben oder schreibt mir eine DM, falls euch interessiert, was ich so zu Weihnachten bekommen habe. Ich glaube, dieser Standardsatz, der jetzt kommt, den sagt jeder vor so einem Video. Aber mit so einem Video würde ich auf keinen Fall angeben wollen oder jemandem ein schlechtes Gefühl vermitteln wollen, weil jemand vielleicht weniger bekommen hat oder Sachen bekommen hat, die ihm nicht gefallen. Aber Geschenke an Weihnachten ist ein Ding, aber es ist nicht die Hauptsache. Man muss nicht unbedingt... Ach, Arthur ruft mich jetzt an. Wait a second. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall will ich mit so einem Video, wenn ich so eins drehen sollte, auf keinen Fall angeben und wie gesagt, niemandem ein schlechtes Gefühl vermitteln. Ich wurde dieses Jahr wirklich gespoilt, das sage ich von vornherein. Deswegen bin ich auch so skeptisch, ob ich so ein Video hochlade, weil ich glaube dann, wenn man wirklich Sachen bekommen hat, die man sich gewünscht hat, über die man sich freut, dann will man das natürlich teilen. Aber ich habe auch keine Lust, dass irgendwie blöde Kommentare kommen, weil ich mich gefreut habe und ich verstehe, dass Leute vielleicht ein schlechtes Gefühl dafür bekommen. Aber trotzdem finde ich so Videos auch mega geil als Inspo für den Geburtstag. Ich habe zum Beispiel im Januar Geburtstag und ich finde, What I Got For Christmas Videos helfen mir immer richtig, Geschenkideen zu haben für meinen Geburtstag. Deswegen schaue ich die super gerne, diese Videos. Keiner wird gezwungen, sich das anzuschauen, aber ihr könnt mir einfach mal eure ehrliche Meinung in die Kommentare schreiben oder mir eine DM schreiben, ob ihr so ein Video sehen wollt, ob ich sowas für euch filmen soll. Und ja, ich mache mich jetzt fertig. Ich habe gestern Morgen Haare gewaschen. Und die sind jetzt schon wieder ein bisschen fettig. Ich verstehe das nicht. Ich bin mir sogar gestern gar nicht so oft durch die Haare gegangen, weil ich einen Zopf hatte die ganze Zeit. Und trotzdem sind sie fettig. Oder sie schimmern. Also sie scheinen nur so schön.